2, 3. It's not fair. It's not fair. I'm a woman. Please. You're not fucking big punch woman. 9. Fucking still. Ding, 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 ding. Please wake me up. Wake me up, please. Please wake up. Yes, what are you doing? Please, someone help me. I'm unconscious. Please. Lass das Stift auf. Mach mir Sorgen. Unconscious. Hör auf, Engels zu reden. Please. Someone help me, please. Oh, there we go. Oh, there we go. No. Fuck you. Whoa, whoa. Lass nein. Nein. Whoa, what? Das ist nicht so schlimm, ich hab dir Kohletabletten gegeben. Oh ja, lass dich fütter dich auch ein bisschen. Why did you do this to me? Please, I got big headbreak. Du bist doch Blitzkrieg, Bob! So. Musst du mich gerade schon mal kotzen lassen? Wait, oh no! Wait, oh no! And force feed you? Don't rub kiwis or what? Nein! Ist nicht also. Nein! Energized! Ich bin jetzt übrigens in Kelm. Welches Haus? Ich sehe schon wieder das Funkeln in Lasses Augen! Nein! Wir sind im Fressenshaus. Wir sind im Fight Club Haus. Ah! Achso, Lass, ich hab dir übrigens alle Munition weggenommen, hast Angst, dass du mich umbringen möchtest mit deiner Waffe. Ernstlich? Ja, komm mal hier vorne auf die Straße, ich leg dir wieder alles hin. Hier, komm mal her. Lass. Okay, I'm coming. Okay, liegt jetzt hier auf dem Boden. Welches Haus von diesem Bus aus? Wir treffen dich einfach beim Bus. Oh Gott. Hab übrigens das aufgenommen, ne? Das ist der Anfang des Videos, Lasse, das ist perfekt. Oh nein. Oh, warte mal. Oh nein, wo ist die Muni? Muni, komm zu Papa. Wenn jetzt Dani reinkommen würde, das wäre unglaublich unangenehm. Unangenehm, komm mal. Sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. You like that, huh? You like that. Yes, you like that. Yes, yes. You like that. Yeah. Ooh, yeah. You like that, right? Deeper. Oh yes, there we go. Hello. Deeper, anybody? Is anybody in? Oh God, no! Oh! Mach dir gerade so ein Human Centipede hier. Wollen wir es gar nicht wussten? Du kannst von dem. Kevin, wo warst du nicht mit? Wow, Kevin, Alter, ohne Scheiß, ne? Ich hab zugeschaut hier. Ich muss aufnehmen. Ach so, ne? Ich wusste nicht, dass hier so eine strange Aktion abgeht. Guck mal auf meinen Kompass. Nope. Er navigiert mich mit seinem Kompass. Wollen wir nicht eigentlich nach Renzino? Nope. Guck mal, da geht meine Abdeckung auf. Ich werde mit Anlauf, pass auf, David. Da ist mir die Klappe aufgegangen. Oh Gott. Okay, let's go. Okay. Wait, follow me, guys, follow me. David, sein scheiß Kompass. Nimm Kompass aus der Hand, David. Okay, wollen wir die Waffen schon mal einen Anschlag haben, so? Ich weiß nicht. Nee, noch nicht. Na, warte mal, hier könnte ein Seil drin sein. Ich brauche immer noch ein Seil. It's a trap. Scheinbar. Warten. Wow. Ja, it's a trap, weil du die Tür zugemacht hast. Okay. Mann! Okay, let's go. Wie gesagt, wir sind hier wieder aus dem komischen Server, ne? Also, beziehungsweise, ich habe Schüsse gehört und es ist nicht schön. Und wir müssen aufpassen, Jungs, ja? Ah, okay. Gut, dass wir schwer bewaffnet sind. Ich habe einen Crossbow dabei. Lasse, was hast du dabei? Ich habe es gar nicht so ganz. Ich habe eine Hake für meine Gartenarbeit, meine Faust und eine SKS durchgeladen. Oh Gott, okay. Selbstverteidigung für Frauen. Okay. You know? Kevin hat wie immer hier die Lame-Waffe, ne? Also hier. Hast du eigentlich immer noch die M4 mit den ACOG-Scope? Nee, eine SKS. Ah, okay. Schade eigentlich. Weißt du, letztes Mal mit der M4 hast du eigentlich ganz gut geschieden, so, weißt du? War sehr gut eigentlich, die Aktion. Ich erinnere mich da an so dein Aim in ACOG Scope, so 3 cm. Ja, aber die anderen zwei, die habe ich echt um einiges besser gekillt gehabt. Das, was natürlich nicht aufgenommen wurde. Ja,
Ja. Immer nur wegen. Ja, David, ne? Über deine Schießkünste, David, wir reden überhaupt nicht mehr darüber, ganz ehrlich. Das ist abgesagt. Das ist abgestrichen, nachdem ich von dir angeschossen wurde und du nicht den Mumm hattest, mir das zu erzählen, ne? David, ich bin enttäuscht. Muss noch jemand trinken? Jetzt ist noch eine Chance. Ich kann meine Flaschen noch kurz auffüllen. Ja, mach das. Kostet Zeit. Ich suche immer noch Seide. Oh, steh ich im Weg? Ja, David. Kannst du mal auf mich rausschießen? Wie wär's? So, weißt du? Mir so ein Zeichen geben. Ist das ein Backpack? Oh, das ist eine Axt. Wow, lasse, Alter. Alles so super neu und so frisch. Wow, nice. Ja, ich hab das letzte Mal mit Michi Papst gespielt. Ach schon. Ja, ein Ticken länger her auf jeden Fall. Hallo. Wo ist der Typ da draußen? Hallo. Hallo. Ich habe auch wirklich viele Pfeile dabei übrigens. Ne? Ich habe jetzt 16 Pfeile dabei. 11 Pfeile dabei. Ist der Crossbow eigentlich One-Shot-Kill? Nee. Muss den Kopf treffen. Also ist schon eigentlich ziemlich dumm, dass ich damit rumlaufe. Aber ich guck mal, was ich damit erreichen kann. Vermutlich treffen gleich wieder haufenweise Cheater. Cheetah. Meinst du ein Magazin mit so 8 Millionen Schuss oder was? Ach, ja, typisch so, ne? Ist normal, ja, ist gefarmt. Findet man, wenn man einmal auf NDE geht, so. Ja, easy. Hm, können wir weitergehen, Jungs? Ja, wir sind am Brunnen. Alles klar, ich komme. Yo, check it out. Wir checken erstmal die normalen Sniperhäuser aus. Lasse, du bist ziemlich offensichtlich halt, ne? Du läufst ja quasi mit einem lila Tuch rum, ne? Ja. Dass ich dich erkennen kann. Du musst einen anderen Weg gehen als wir. Aber ich werde mit Kev vorpreschen, während es einen David Sniper Support gibt. Sicher. Mehr oder weniger. Ja, vielleicht schießt er mir auch einen Rücken, wer weiß. Gucken ja, also teilen wir uns im Prinzip auf. Ich gehe erstmal mit David mit und guck dann, wie ich genau mich von da aus vorpirsche. Genau. Und ihr zwei lauft up front, ja? Ja. David, okay. Positionier dich schon mal. Du weißt, was wir vorhaben, die beiden Häuser. Ja. Und Kev folgt mir. Du meinst meine Überraschungshäuser? Ja. Die Dave-Überraschungshäuser. Übrigens, da könnte ich eigentlich mal einspielen, wie ich mein ganzes Gear verloren habe. Genau jetzt. Es müsste ungefähr gegenüber vom Hotel, das ist so ein kleines Waldstück. Von da, glaube ich, kommen die Schüsse her. Mhm, ja, das wäre wahrscheinlich, ja. Ich werde jetzt gleich reinschauen in das Waldstück. Kevin, oh Gott, zwei Leute vor mir, oh Gott. Wo? Oh Gott, ich glaube, der eine hat mich hier genau anvisiert. Oh Gott, Kevin, oh Gott, zwei Leute. Wo denn? In den Waldstück, direkt hinterm Haus. Ich bin hier hinter. Nein, da sind zwei Leute nebeneinander, Kevin, da sind definitiv Leute. Nee, das ist noch ein anderes Waldstück. Da ist dann nochmal eine Freifläche zwischen und dann kommt nochmal ein Waldstück. Okay. Jetzt hier direkt am Haus und gucken im Haus rein. Genau, Kevin, vergiss das Haus für einen Moment, ernsthaft. Da ist ein Waldstück. Oh Gott. Ah, ich hab einen Zombie. Wo kommt denn der Zombie her? Auf mich wird gerade geschossen, Kevin. Ich bin auf dem Weg dahin. Oh Gott, ich bin umzingelt, Kevin. Oh, ja, ich bin gleich vermutlich tot. Ich bin wieder geschossen. Fuck. Ja, ich habe einen um mich geschossen. Kevin? Ja, ich bin gleich da. Ich bin tot. Oh Gott, das war zu viel für meine Muzzle. To victory, friends! Lasse isst die schon wieder während der Aufnahme. Nope. So, jetzt gleich rechts ab im 90 Grad Winkel, Kev. Jawohl. Und du kannst dich schon mal umgucken. Voll. Normalerweise wären wir jetzt ab hier schon beschossen. Oh, schön. Die Tür ist zu, glaube ich. Hier ist ein Wintergarten, wo die gerne drin sind. Und ich sehe. Wow! Erstmal einen Vierschuss. Wow, ja. Erstmal aus der Stadt einen Vierschuss. Und soweit man das hier sehen kann, sind hier erstmal keine Leute. Ich mache mir die Tür auf, Kevin. Ja. Oh, ich habe gar nicht aufgemacht. Ah, es sieht aus, als hätte ich Fieber. Sagt dein Charakter dir das gerade? Mhm. Okay. So, ich werde mich eben hier verstecken, Kevin. Und dann mal kurz mit Binoculars die Stadt abscannen. Lasse, kannst du schon mal vorbrechen zu unserem Haus, dass du sozusagen die Nachhut bildest? Das erste Haus auf der linken Seite? Das untere, direkt am Waldrand. Also an dem, was du siehst, quasi vorbei. Das rot-grüne.
gell, ja. Wasser on the way. Versuche halt hier maximale Scouting-Arbeit zu machen, aber quasi alles, was so rechts von dem Scope ist, sehe ich nicht, weil es da die komplett zerbrochenen Gläser sind. Ah. Long Range Scope? Nee, nee. Habt ihr auf dem Dach geguckt? Ja. Das sieht so aus, als wenn auf dem Dach was ist. Ja, sag doch was, ich habe 2 PU-Scopes dabei. Wow. Wow. Warum sagst du nichts, Kevin, Alter? Ja, woher soll ich es wissen, dass es kaputt ist? 1 in Warn und 1 in Pristine. Alter, ohne Scheiß, ne? What the fuck is. What. Warum ist. Ah. In den Kommentaren schreiben immer so Leute, ah, Mundo, wir können so mit euch spielen und so, wäre dann möglich. Und dann sage ich immer so, ah ja, nee, könnte ich jeden mitnehmen und so, ist immer schwierig, vielleicht schlecht für alle. Und dann kommt Kevin vorbei. Alter. Oh, Schüsse. Ja. Ich bin jetzt hier am ersten Haus in der Tannenreihe, ja? Also ihr seid schon unten an dem Haus da an der Straße. Ja. An dem mit dem blauen Dach. Ja, ich glaube, David hat es gerade schon richtig beschrieben, wo wir sind. Ja. Oh wow, warte mal. Ich sehe da einen Toten auf dem Balkon. Da ist auf jeden Fall was im Haus. In diesem einen Haus. Wir sind jetzt das ist ein Lebendiger. Ich hab was laufen sehen gerade. Unten an dem Wintergarten bei dem roten Haus. Da steht ja nochmal so eins. Lief gerade einer vorbei. Warte mal, ich kann so viel sagen. In dem zur Stadt zugeneigten Haus. Übrigens, irgendjemand hat Rückkopplung. Das müssen wir fixen, Jungs. In der Stadt zugeneigten Haus, da ist auf jeden Fall einer oben in der allerobersten Etage, da könnten wir reinstürmen. Da geht jetzt auch unten jemand entlang, der rennt da rein. 2 Stück rennen da rein. Unten in das Haus rein, in so ein Hochhaus. Ich glaube, die machen Ärger. Ja, die sind da reingelaufen, jetzt habe ich auch gesehen. Bin jetzt hinten an dem grünen Haus. Ja, die laufen definitiv hoch. Ich schau mal, was passiert. Kevkev, kannst du mir Deckung geben? Nicht, dass irgendjemand von links, rechts oder so kommt, während das Ganze Scouter? Hallo? Hi. Hi. Oh, gut. David, bist du jetzt im Haus drin hier? Let's go. Ah, okay. Jo, warte. Ist Lasso auch hier? Ich bin an der Tanne da an dieser Straße. Bitteschön. Vor dem blauen Schild. Ja, an der Tür. Kannst du mal vorrennen zum Ab. Oh, die gehen oben aufs Dach. Die wissen nicht, dass der oben ist. Die gehen jetzt gerade aufs Dach vom Hochhaus. Beide, glaube ich. Ja, einer guckt jetzt gerade mit 2 Pössen. Der ist auf der Leiter und guckt, ob da irgendwas rumwuselt. Du weißt schon, welches Hochhaus ich meine, ne? Das, was am meisten in der Stadt reinhängt und was man von hier aus gut sehen kann, was uns zugeneigt ist. Oh, Schüsse. Mit wem redest du jetzt? Mit unserem Sniper Dave. Ja, sind beide jetzt oben auf dem Dach, sind die. Beide oben drauf. Ich sehe es. Warte. Oh, da rennt gerade ein Bambi aus einem anderen Hochhaus raus. Und läuft jetzt gerade in Richtung Stadt. Der hat nichts dabei außer eine Axt auf dem Rücken. Versuch dich mal nicht zu hektisch zu bewegen in dem Haus hier, okay, Kev? Also ja, ich bleib so stehen, weil von da drüben habe ich nichts gesehen. Achso, okay. Nee, ich meine nur nicht, dass irgendjemand in Bewegung wahrnimmt hier im Haus, weil blöden Binoculars, ich kann mich kaum bewegen. Ich sehe immer noch den lila Rucksack da oben, ne? Ja, den sehe ich auch die ganze Zeit. Falls da jemand aufsteht, wie gesagt, dann kannst du den die Hölle heiß machen. Läuft hier jemand gerade im Haus? Ich habe gerade was gehört. Nee. Ich würde auch 200 Meter lang, ich guck mal eben. Ich sehe niemanden hier im Haus, ne. Läufst du gerade? Jetzt bin ich gerade gelaufen im Haus, ja. Hast du dich gerade hingelegt, einer von euch? Ich habe mich hingehockt. Im Haus hat sich gerade irgendwas hingelegt? Blauer Rucksack? Ich? Ja, aber ich habe mich hingelegt, dass es hingehockt. Okay. Achso, ich habe es nicht gesehen, ich habe nur gesehen, dass er sich hingelegt hat. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir rennen mal darauf zu. Ist jetzt die Frage, Lasse, fühlt sich dazu bereit? Worauf? Jetzt auf das Gebäude, wo die draufgegangen sind, drauf zu rennen? Mhm. Ja, klar. Okay. Soll ich als erster vorlaufen, oder was? Ich sehe übrigens den Orangenen in dem Café. Oh, jetzt. Jetzt ist krasse Schütze an der Kirche. Ja, die sind im Café, da war gerade einer drin. Ich habe gerade einen orangenen Rucksack gesehen. Komm raus. Lauft ihr los schon? Nee, wir sind gerade aus dem Hinterausgang raus. Ah, ich sehe die 2. Das sind 2 Stück oben auf dem Dach, ja. Ja, genau. Okay. Ah, einer ist jetzt gerade aufgestanden, warte. Ja. Ihn jetzt treffen, ja. Schinks, bist du? Schieße. Neben David. Ah, hier, komm mit, Lass. Ich bin hinter dir. Weiß nicht, ob ich getroffen habe. Ich glaube Follow nicht. Follow me. Ja, okay. Ohne Waffe. Ja, erstmal ohne Waffe, dann. Okay, Moment. Muss eben kurz Waffe weg.
Lass du gehst ins rechte Haus rein, ich geh mit Kev ins linke Haus rein. Okay. Du musst nach ganz oben laufen, ne? Ja. So, wir gehen jetzt, also ich gehe jetzt rein mit Kev. Lag, oh Gott, was ist das für ein Lag gerade? Ich hab mega Desync hier. Wow. Wir sind jetzt drin? Ja, ich bin auch drin. Soll ich dir eine FNX geben vielleicht? Nein, ich hab eine abgesägte Pumpgun. Also der eine robbt jetzt weg, der mit dem lila Rucksack. Der Richtung erstes Haus, was uns zugewandt war von dem grünen Haus. Gleich und hoch oder wie? Ja. Ganz oben. Sorry. Und der andere ist relativ direkt an der Leiter dahinter. Kev, kannst du hochgehen? Ach, ja. Zombie, ne? Ich dachte ja, wegen dem Zombie. Warte, einer sitzt. Vor. So. Einer sitzt. Guck dir auf die Leiter, weil sonst gehe ich jetzt hoch. Genau, darum geht's ja. Lasse kann halt hochgehen. Schießt hier oben. Mir unglaublich ich. Rum. Nein, der schießt hier oben. Ja, also kann okay. Ich hochgehen, David. Die sind jetzt beide wieder, liegen wieder beide. Ich weiß leider nicht, in welche Richtung die gucken. Oh. Vorsicht jetzt hier, Kev. Ja. Kann ich mich auf die Leiter stellen und hochgucken? Ja. Ja? Hören die das? Vielleicht. Die Leiter glaube ich nicht. Wir hören jetzt gerade Schritte, definitiv, wo ich hier drin bin. Soll ich immer bleiben, weil hier sehe ich halt komplett die Öffnung. Ja, bleib ruhig hier. Ja, da liegt auch bei euch, ist auch einer direkt an der Öffnung. Und Lasse, bei dir müsste rechts einer sein. Mit einem lila Rucksack. Also ich sehe jetzt hier keinen, wenn ich an der Leiter stehe. Ich kann aber auch nicht hinter mich gucken. Ne, die sind nicht hinter dir. Die müssten vor dir sein, beide. Also die liegen. Ich sehe gar keinen. Am ersten Haus ist keiner. Bei mir. Dann sind sie vielleicht am zweiten Haus, das kann ich von hier aus nicht sagen. Ja, das ist nicht das Haus, wo die Leute drauf sind. Deswegen habe ich das ja extra gesagt, dass du auf das gehen sollst, weil du dann derjenige bist, der vom anderen Haus quasi rüber kommt. Pass auf. Ja, ja. Muss aufpassen, die liegen da beide, ne? Kev, sicher mal bitte nach. Oh Gott. Sicher mal bitte nach unten. Unten? Ja. Dass sie hochkommen. Genau, dass niemand hochkommt. Ja. Genau. Ja, ich bin tot. Wie? Wir haben sie. Ja, wir haben der eine lag hinter der Leiter. Wie bei dir auf deinem Haus. Ich konnte den einen nicht sehen, ich habe mich halt hingelegt und der andere ist aufgestanden und hat sofort auf mich geschossen. Oh, okay. Er ist ganz unten. Okay, los, gib ihn. Mein Kumpel ist aufgestanden. Ah, oh, ich bin tot, aber ich glaube, ich habe ihn auch, weil ich habe ihn in den Kopf geschossen, dann war der zweite auch schon unten. Scheiße. Und ich habe es natürlich nicht aufgenommen. What the fuck, wo ist der Typ hin? Der ist unsichtbar. Oder irgendwo nicht da. Ich hab den irgendwo rumklitschen sehen eben, kurz. Ich hab auch nur einen gesehen. Ja, der andere ist noch oben, der ist direkt an der Leiter, der wollte auch gerade runter, da hab ich schon deinen Beschuss genommen. What the fuck, wo ist der hin? Der mit dem Fischhut, den hast du, oder? Das Ding ist... Ich hab das Gebäude gesehen, wo du hingeschossen hast. Das den Raum gesehen, wo du reingeschossen hast. Und ich sehe dich ja auch da liegen. Aber ich weiß einfach nicht, wo der Typ sein soll. Dahinter? Ist er durchs Gebäude gefallen ist? Vielleicht, ja. Also ich hab ihn im Kopf geschossen. Er hat auf den Kopf geblutet, dass ich reingeschossen habe. Also ich habe auf jeden Fall getroffen. Kopf. Hey Kollege, ich weiß, dass du da bist und du weißt, dass ich da bin. Ist dein Kollege gerade runtergefallen? Was? Langsam. Ist dein Kollege gerade runtergefallen oder was mit dem passiert? Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Also, er liegt neben mir und ist tot. Das ist wirklich verrückt. Allerdings liegt er auf dem Dach neben mir. Ja, auf jeden Fall. Verrückte Sache. Ja, ich habe ihn schon ein bisschen vermisst, muss ich zugeben. Das ist relativ komisch, ja. Allerdings. Aber du klingst nach keinem falschen Menschen. Wie wär's, wenn du runterkommst und ich dich nicht abknall? Meinst du? Also ich habe ja die Erfahrung gemacht, auch wenn du sympathisch klingst, ne, dass man Leuten in DC einfach nicht über den Weg trauen kann. Deswegen finde ich mich ja eigentlich auf dem Dach eigentlich ganz gut zurecht. Ich bin hier recht zufrieden, muss ich sagen. Na gut, ich wollte dir das Angebot machen. Ist natürlich immer deine Entscheidung, ob du es annimmst oder nicht. Kein Ding. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Dankeschön, ich dir auch. Danke.
der jetzt gefallen, sein Kollege oder was? Sein Kollege ist auf dem Dach. Oh ja, stimmt. Jetzt, ich sehe da schon die ganze Zeit irgendwas rosa. Rosa ist wahrscheinlich sein Rucksack. Aber wie ist der aufs Dach gekommen? Keine Ahnung. Also der Typ hier oben meinte auch, what the fuck? Plötzlich war mein Kollege hier. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? In the morning. Who ran up, she rises. Who ran up, she rises. Early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Der Typ singt gerade, nein, der Typ singt gerade hier mit mir, weißt du? Der hier. Der oben auf dem Berg ist, der kannte sogar das Lied. Das ist cool. Der auf dem Dach liegt da. Ja, der singt ja die ganze Zeit mit. Macht ihr da so Mexican Standoff gerade? Ja, klar, ich bin da oben und er ist da oben und wir reden die ganze Zeit miteinander. Aber der weiß nicht, dass David zu dir gehört, oder was? Nein, der weiß noch nicht, dass David da ist. Weil David ja die ganze Zeit auf ihn schießt, glaube ich. Ja, ich meine, weißt du, der hat vermutlich die Ahnung, dass irgendwas auf ihn schießt, aber der weiß ja nicht, wer zu wem gehört hier. Ist ja alles ein bisschen verwirrend hier. Ja, da hast du die 2 bis 3 Dudes, die in dem Kaffee-Eck hocken, die ganze Zeit draußen reinrennen. Dann hast du den komischen Dude, der über den Hügel kommen wollte und da komische Sachen gemacht hat. Wow, irgendjemand schießt hier auf das Haus. Warst du das? Ja, nee. Das kam von rechts, das war nicht ich. Aber es kam irgendwie aus deiner Richtung, so? Ja, das kam, glaube ich, aus dem Haus. Nö, Dave hat nicht geschossen. Ausnahmsweise mal nicht. Es sind doch noch 2 Stück oben. Ach so, vielleicht ist der andere übers andere Haus hochgekommen. Ja, kann sein, als vielleicht nicht als schon unterwegs war. Das kann sogar sehr gut sein, weil da lag ja meine Leiche noch im Prinzip oben auf dem Dach. Ah, ich wusste gar nicht, dass die beiden Dächer miteinander verbunden sind. Kann man drüber springen, glaube ich, ne? Wow. Der eine läuft jetzt offen rum, ich glaube, die versuchen mich zu baiten oder so, keine Ahnung. Bei meinem Glück würde ich es nicht drüber schaffen. Ach, das geht, da ist ja kein Abgrund oder so. Also einer steht jetzt wieder. Ich warte immer noch auf Lassi hier. Ja, ich bin jetzt quasi, glaube ich, gerade in Berenzino von der Bahn rein, quasi von... Wir sind jetzt auf dem anderen Haus, Daniel. Alle beide. Okay. Kann ich mich darauf verlassen, dass du das siehst, wenn die Leiter runtergehen? Weil welche? Ja, die Leiter halt. Die einzige Leiter, David. Ja, die sind ja schon unten. Meinst du hoch? Ja, ja. Also die sind im anderen Gebäude unten, ja? Ah, die sind im zweiten Stockwerk. Die gehen runter, ja, ganz langsam. Okay. Ich gehe jetzt nämlich hier auf den Balkon, dann schieße ich halt den Balkon runter. Ja, pass nur auf, wegen dem anderen Sniper, der da unterwegs ist, ne? Nicht, dass er dich erwischt. So, jetzt ins dritte Haus, also ins ganz hintere, oder? Ah, die sind draußen. Nee, stopp! Oh Gott, geh da nicht rein. Geh in das rein. Go. Ja, und jetzt gehst du in die oberste Etage. Ja. Irgendwie sind die immer noch im gleichen Stockwerk. Keine Ahnung, was die machen. Ja, komplett durchlöchert haben. Jetzt sind sie im ersten. Jo. Wenn jetzt gleich im Erdgeschoss kommt, gleich wahrscheinlich aus der Tür raus. Der zweite ist jetzt da rum quasi. Jetzt müssen sie auf der Treppe sein. Also sind jetzt ganz unten. Okay. Habt ihr was dort gesehen? Kevin, du sollst deine Waffe jetzt schnell. Die sind an der Tür? Ja, ich hab sie. Kannst du einer ist raus. Zwei sind raus. Beide raus. Soll ich hin? Die kommen in unser Haus rein, Kevin. Die kommen in unser Haus rein. Geh runter. Unser Haus. Geh einfach das Treppenhaus vorsichtig runter. In welchem Stockwerk seid ihr? Du siehst mich nicht von hier aus. Erste, glaube ich. Einer ist im Flur, also in ja, der Treppenhaus. Vielleicht bin ich das gerade hier. So die gehen, ja genau, sind im ersten Stock. Oh. Ich bin tot. Hoch. Ach, leck mich doch! Okay. Wir werden jetzt hoch.
pass auf, Daniel, ich glaube, die müssen bei dir sein. In dem Stockwerk jetzt gleich. Hab einen getötet. Mit dem Crossbow. Nice. Yay, hey, up she rises. Frieden? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Was noch da? Direkt in der Casino gespawnt, zumindest. Die sind in dem Gebäude, wo ihr du reingelaufen bist, ne, Daniel? Bist du? Ich hab dir eine Chance gegeben und du hast ihn nicht genutzt. Letzte Worte. Okay, ich muss dazu sagen, ich habe dich gerade umgebracht, weil du hinten rausgeguckt hast aus der Wand. Das war ein bisschen low. Aber du kannst wenigstens was zu mir sagen. Komm schon. Wir hatten was Besonderes, Mann. Komm, wir haben zusammen gesungen. Schien es echt in Ordnung zu sein. Hab beide mit dem Crossbow umgebracht. Nice. Okay, Alter. Nice. Ich glaube, einer könnte vielleicht noch leben, aber das weiß ich nicht so genau. Ich hab's halt nicht mehr mit der SKS geschafft. Ich lauf jetzt in das erste Gebäude hoch und lauf aufs Dach. Brauchst du gar nicht, wie gesagt, da liegen die zwei Typen. Kannst du ja looten dann. Ah, okay. Bist du. Norfi? Du sollst was sagen. Jetzt. Ich weiß, dass du noch lebst. Oh, oh. Schiss auf mich, schiss auf mich. Kannst du bitte kommen, Lasse? So schnell wie möglich? As soon as possible, yes. Ich habe gerade übelsten Desync. Mich wird geschossen. Na, ich bin tot. Oben bei mir im Haus ist einer. Kannst du bitte jetzt endlich kommen, Lasse? Ich brauche dich echt dringend. Also, ich habe keine Ahnung, aber gibt es hier mehrere von diesen Gebäuden? Ja, ja, es gibt einmal so ein bisschen mittiger, diese Gebäude. Und einmal halt komplett hier oben, die Gebäude. Anders kann ich das schlecht beschreiben. Und du musst halt die unteren nehmen, quasi. Pass auf, der Typ hat eine Mose mit Long-Range-Scope, ne? Und ich glaube eine M4. Daniel, du bist Immortal, du hast zwei Leute mit dem Crossbow getötet. Ja, du mir geht's nur darum, ich möchte den Typen hier gerne wieder zusammenflicken. Okay. Oh, der ist tot. Okay. Oh, der ist tot. He's dead. Ist vor dem Gebäude direkt ein Supermarkt? Nee, das sind die anderen Gebäude. Oh Gott. Warte, ich komm kurz hoch, ich bin eh. Bist du wieder da? Weil du müsstest einfach nur hier reinlaufen und müsstest diese verdammten Typen hier looten. Aber das ist nicht so einfach, dummerweise gerade. Ich komm doch direkt zu dir. Ich brauch irgendjemanden, für den ich dieses ganze Loot, was hier rumliegt, quasi verteilen kann. Ich bin auch direkt in Berenzino am Hafen. Ich komm jetzt auch zu dir, Daniel. Da liegt auch wieder direkt eine Mosin hier, bei den Typen. Empfehlung, wenn ihr rein dahin geht, rennt so schnell wie möglich rein, weil an meiner Position ist halt jetzt einer mit Long Range Scope. Oh Gott. Ey, ich glaube, ich behalte einen Crossbow. Der hat gerade einen One-Hit-Kill gemacht übrigens, ne? Nur was nebenbei. Kopf oder Körper? Popo. Oh. Popo, One-Hit-Kill. Nice. What the fuck? Übrigens, so zu tun, als wenn alles einem leicht fällt und dabei zu singen und gleichzeitig einen Puls von 180 zu haben, ist übrigens gar nicht so einfach. Ich dachte mir auch schon, Alter, sonst ist Daniel doch immer mega tense, wenn es so um One-on-One-Situations geht. Was ist los? Er singt da, ich hab dich vorher gewarnt. Vorher gewarnt. Daniel hat sich selbst entspannt. Weißt du? Ja. Das ist so ein kleines Mantra. So, ihr müsst jetzt endlich in mein scheiß Gebäude kommen, Jungs. Aber ZZ ohne Scheiß, ey. Sehe es schon, ich da. Gut. Weil hier oben ist ein dickes Fuckfest in Sachen Loot. Also, das erste Mal, guck mal, die Jungs haben wirklich außerordentlich fair gespielt, muss man dazu sagen. Die hatten kein gecheatetes Equipment.
Und die waren generell einfach gut drauf, muss man dazu sagen. Vor allem nachdem der eine Typ, ich weiß nicht, ob es Morphy war oder der andere, den ich direkt umgebracht habe, Drunken Sailor mit mir gesungen hat. Zweitens, das ist schon mega cool. Mit einem Crossbow auf so eine Distanz zu schießen, ist allein schon intens. Allein, weil ich war halt in diesem Gebäude und die waren genau im richtigen Stockwerk und hatten Deckung gesucht, wo ich halt drin war, weißt du? Und das war mega, mega crazy einfach nur. Ich habe zweimal daneben geschossen und die haben trotzdem nicht gecheckt, dass ich da bin. Das war crazy, Mann.